Scharfes Sehen ohne Brille, mein Augenupdate nach Augentraining und nach meinen selbstgemischten DMSU-Augentropfen. Also, ich mache das jetzt ja ungefähr, ich glaube, seit 10 Tagen. Ich habe die Tropfen am Anfang 6-mal pro Tag genommen, also 3 Tage lang ungefähr 6-mal. Dann habe ich sie auf 4-mal runtergemacht und jetzt mache ich sie immer noch morgens und abends rein, vorm zu Bett gehen. Zusätzlich mache ich das Augentraining von diesem russischen Professoren. Das Video findet ihr auf meinem Kanal, ansonsten verlinke ich es euch nochmal. Da könnt ihr euch das Video nochmal anschauen. Dieses Augentraining und dieses DMSO, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was wie wo am besten hilft. Also ich mache ja die Kombination, die DMSO-Augentropfen und das Muskelaufbautraining der Augen. So, jetzt hatte ich natürlich noch ganz viele Nachfragen, wie das Ganze angemischt wird. Deswegen möchte ich es hier nochmal ganz kurz erklären. Bin dann aber auch durch. Also, ihr holt euch isotonische Kochsalzlösung, die kostet 500 Milliliter in der Apotheke offiziell 4 Euro. Ist nicht die Welt. Dann holt ihr euch 99-prozentiges reines DMSO. Okay, das könnt ihr bei Amazon oder irgendwo bestellen. Ihr braucht ja nicht diese Menge bestellen. So. Zusätzlich könnt ihr euch eine 100 Milliliter Flasche holen in der Apotheke, weil es natürlich einfacher ist, bei 100 Milliliter zu rechnen. Prozent DMSO 3% Lösung, also 3%ige Lösung. Macht einfach das Fläschchen voll, 100 Milliliter, dann nehmt ihr euch eine Pipette, wenn die bis hierhin voll ist, ist da ein Strich, so viel sind 3 Milliliter, nehmt das DMSO und macht das dann in die Flasche rein, schütteln, habt ihr roundabout 3%ige Lösung. Ja, wie geht's meinen Augen generell? Also meine Augen sind besser geworden, ich habe nicht mehr die Abendsmüdigkeit, das dauerte aber so eine Woche. Nach einer Woche ist mir aufgefallen, dass ich wieder aufs Handy gucken kann abends und es wieder relativ gut sehe. Allerdings tagsüber ist es so, dass ich das Handy oder wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Buch habe hier, na, ich nehme mal jetzt, das ist ein bisschen kleiner geschrieben, hier das Natronwunder, dann kann ich das ganz normal tagsüber, kann ich das Buch so ganz normal vor die Augen halten, dann kann ich lesen, Natron zum Eindämmung von Entzündungen. Entzündungen können an den unterschiedlichen Blablabla. Kann ich dann gut lesen. Abends allerdings muss ich das Buch immer noch weiter zurückhalten. Also da merke ich halt immer noch die Augenmüdigkeit. Aber ich weiß nicht, ob es am DMSO liegt oder am Training. Meine Augen sind auf jeden Fall eine ganze Ecke besser geworden. Und wie gesagt, mit dem Augentraining bleibe ich dran. Ich bin auch in Kontakt mit jemandem, der das schon seit Jahren macht und der hat tatsächlich seine Brille weggelegt. Die Kurzsichtigkeit ist komplett weggegangen. Ihr müsst die Muskeln im Auge stärken, damit der Muskel wieder das Auge bewegen kann und damit ihr wieder scharf in der Nähe seht und auch scharf in der Ferne seht. Wenn die Muskeln verkümmern, das ist ja genauso wie bei unseren Armen. Ja, der eine Arm, der beugt 10 Kilo, der andere Arm beugt nur 5, also baue ich den Muskel auch auf, bis er 10 Kilo oder 20 Kilo gut beugen kann. So müsst ihr euch das mit dem Auge auch vorstellen. Die Augen haben Muskeln, Bänder und Sehnen. Und wenn ihr täglich eure Augenübung macht, und zwar immer so lange nach oben guckt, so lange, bis ihr wirklich merkt, es schmerzt langsam, dann guckt ihr in die andere Richtung, so lange, bis ihr merkt, es schmerzt, und nach unten, bis ihr wirklich merkt, es schmerzt, und ihr damit eure Muskeln in den Augen trainiert, stärker macht, werdet ihr sehen, dass sich euer Sehvermögen verbessert. Schielen wird behoben, auch das, Kinder können das auch mit Augentraining, das Schielenbein. Grauer Star geht weg, grüner Star geht weg. Auch nochmal in Zusammenhang mit einer 3%igen DMSO-Lösung. Wirklich, wirklich gut. Also kann man ausprobieren. Finde ich sehr wichtig, das mal auszuprobieren. Ich wollte euch nur das kurze Update geben. So, wie gesagt, heute fliege ich los. Ich fliege nochmal in die Türkei, werde ein paar schöne Aufnahmen machen, werde wieder zu Medical Exclusive fliegen. Das ist die Firma, wo ich ja auch meine Haartransplantation gemacht habe. Und meine Tränensäcke habe ich ja wegmachen lassen bei Medical Exclusive. Deswegen sage ich auch immer, natürlich haben Doktoren, Professoren und Ärzte auch Bewandtnis, weil es gibt einfach Dinge, die kann man einfach machen. Da gehört auch Schönheitschirurgie zu. Ein Unfall gehört dazu. Innerliche Operation. Nur, ich sage ja immer, ob dieses Medikamente reinschaufeln so notwendig ist, das ist halt immer die Frage, ne? Genau. So. Und demnächst will ich hier euch nochmal ein bisschen was aus dem Natronwunder vorlesen. Das wird als nächstes auch wieder auf meinem Kanal kommen. Und die Reaktionsvideos, die ich ja jetzt neuerdings mache, ich hoffe, sie gefallen euch. Einige sind jetzt nur offiziell für Telegram verfügbar. Die schalte ich erst in 1, 2 Wochen dann für die Öffentlichkeit frei. Ist natürlich immer der Vorteil, wenn man bei Telegram reinkommt. Jedenfalls möchte ich einmal kurz aus dem Inhaltsverzeichnis mit dem Buch hier vorlesen. Also, das ist jetzt nicht nur für das Natronwunder behandelt jetzt nicht nur Gesundheit,
sondern auch generell, was man alles damit machen kann. Ich will nur mal ganz kurz vorlesen. Natron, kommt erstmal die Geschichte, die Herstellung und Verwendung, was gilt es beim Kauf zu beachten, Natron im Selbstversuch. Anwendungsbereiche von Natron, bla bla bla. Natron als Allzweckreiniger, Backofenreiniger, Waschmittel, Fleckenentferner, Scheuermilch, Weichen von Fugen, Abflussreiniger, Spülmaschine, Entkalker, Matratzenreiniger, bla 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 bla. Aber auch gegen Aften, Lippenherpes, Fußpilz und Nagenpilz, Insektenstiche, alternativ als Rasierschaum, für Aftershave, gegen Zellulite, also ähnlich wie eine Kur, die ihr einreibt. Das steht alles in dem Buch, das gehen wir nach und nach durch. Da wollen wir noch mal gucken, was wir davon vorlesen. Das soll eigentlich nur das Update gewesen sein. Ich fliege jetzt erstmal nach Istanbul. Genau. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr die Reaktionsvideos findet von mir. Finde ich super wichtig. Und wenn ihr noch Fragen habt zu dem Augentraining, wie gesagt, ist auch das Video verlinkt. Oder selber, ich kann euch das auch nochmal erklären, genau wie dieses Augentraining funktioniert. Aber mein Fazit ist wirklich, bis jetzt hilft es mir sehr gut. Ich merke es, es ist natürlich nicht von 0 auf 100 super gut, aber ich merke, dass es besser wird. Und ich werde dabei bleiben, werde euch, denke ich mal, in 3-4 Wochen darüber wieder berichten. Bis dato bin ich erstmal raus, Freunde, lasst euch nicht verarschen. Ciao. Ciao.